Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei The Last of Us 2. Ich habe immer noch den Bob dabei. Ja, hier ist er ja Wir haben wieder. jetzt kurz leider mal den Joshman verloren, der kommt aber später Ja, nochmal wieder. ich glaube, es war ihm zu gruselig jetzt schon Ich glaube geworden. auch. Ja. Der braucht jetzt eine kleine Pause. Wir können diesen Part so viele lustige Sachen über Joshman erzählen. Oh, toll. Richtig gut. Also beim letzten Part hatten wir diesen Brief an den Weihnachtsmann gefunden. Ja, das Ja, war schon ein bisschen. Oh, das. hinten ist sogar auch noch was. Oh, das hast du mir vorher unterhalten. Das ist so soll er aussehen. Oh, so sollte sie Oh. aussehen. Kannst du. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Und wir wissen ja alle, in Amerika weiß man, Waffen machen einen stark. Der gute kleine Eric. Also bis zur Waffe fand ich es gut. Ja, war bis dahin ziemlich niedlich. Genau, wir gucken uns hier gerade in einem Haus um, was quasi auf unserem Weg liegt, weil wir Vorräte plündern wollen. Zusammen mit Dina immer noch unterwegs, auch der Patrouille. Richtig. Auf dem Weg zu dieser Stadt mit dem Turm, glaube ich. Ja, richtig, da müssen wir irgendwie hin. Aber bis wir da sind, wird erstmal ein bisschen Geludet. geludet. Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denke drüber Oh. nach. Ein richtiges Ellie-Lied. Oh, was ist denn ein richtiges Ellie-Lied? Na, sie hat ja Gitarre spielen gelernt von Joel. Hat sie dann eigene Lieder geschrieben? Sieht fast so aus. Okay, können wir hier vielleicht noch Weitsprung irgendwie. aufs andere Haus. Ich glaube, das wird vielleicht nichts. Ja, sieht sonst ja erstmal so aus, als ob wir hier alles mitgenommen hätten. Also mir wird jetzt zumindest nichts auffallen, was wir hier jetzt noch haben. Nö, hattest du unterm Haus auch geguckt? Ich glaube ja, ne? Glaube schon, ja. Also unterm Haus ist gut, hier war ja auch mal eine Wand. Hier Und vielleicht das andere noch. war auch nur so eine Baracke, ne? Das, was da auf der anderen Seite stand, war auch nicht wirklich ein Haus, ne? Aber den Wohnwagen kannst du vielleicht noch looten. Ja, und vielleicht hier Ja, doch, die hinten. Häuser sind ja da noch. Ja, wir wollen jetzt das auch mal ein bisschen nutzen, dass wir ein bisschen mehr Open Ja, World haben, genau. Das ne? ist ja so eine kleine Neuerung von Aber dem Spiel, glaube logischerweise ich schnell schon. alles eingeschneit. Ja, gut. Das steht hier wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile leer. Unsere Pferde Aber sind der auch Wohnwagen, der da. sieht nicht Der geschlossen aus. Wohnwagen, das sieht so aus, als ob wir da mal Nicht reinluschern einladend, könnten. aber naja, doch. Zwängen wir uns mal rein. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine fahrende Häuser. Ja, das ist dann wohl die Definition eines Wohnwagens. Würdest du nicht? Hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oh, das ist fast für den Epilog. Vielleicht fahren sie dann in einem Wohnwagen. Vielleicht eines Oh. Tages. Ach, träum weiter. Aber Boah, wer wenn ich weiß? das predicted hätte, ne? Das wäre schon nice, Bob. Und wenn ich mich da noch dran erinnere, wenn wir irgendwann da sind. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Oh, hier liegen auch noch ein paar Pillen. Große Wasserfälle werden wohl die Niagara-Fälle sein. Ja. Pillen im Bett. Interessant. Oh, das finde ich aber, die Becher finde ich schön. Das stimmt, ja. Die haben ganz nette Farben. Als würden sie aber gar nicht in das Spiel reingehören. Ja, witzigerweise stechen die hier doch sehr stark heraus. Ja, ansonsten ganz gemütlicher Wohnwagen. Ah, hat Aber ja auch was, ne? viel. Ja, ich finde das auch immer relativ. Also es gibt ja Leute, die mögen sowas gar nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Also drin wohnen wollen würde ich jetzt auch nicht, aber so mal für einen Urlaub, warum nicht? Ich kann Hausboote empfehlen. Stimmt, davon erzählst du ja schon mal. Sehr, sehr geil. Kannst du da aufs Dach klettern? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Glaube nicht. Auch Auch hier. hier leider zugeschneit. Könntest du ja mal probieren, aber Nee. ich glaube, das sieht hier auch nicht so aus, als ob man da hochklettern wollen würde. Aber das Haus da rechts kommt Ja, vielleicht nochmal eins. das könnte sein. Da ist auch noch ein Zaun. Da darfst du wahrscheinlich auch wieder nicht Ja, rüber. da. Oh, kannst du probieren. Der Nein. Erkunderpart. Nee, leider nicht. Wir wollen das ja auch mal ein bisschen ausnutzen. Ne? Also wir Find's aber gut, werden. dass du dein Licht die ganze Zeit an hast. Ja, das ist wichtig. Die 17. Ja. Ist ja fast zu Hause. Nee, gut. Sieht jetzt hier so nicht so aus, ob da noch viel los Der ist. andere Wohnwagen ist wahrscheinlich zu. Welcher? Der hier rechts. Ja, das sieht aus, als Das wäre. war eher Ist so das überhaupt ein. ein Wohnwagen? Nee, das ist eher so ein Nee. Transportding oder irgendwie Jo. sowas. Ja, weiß ich nicht. Muss man. Transformer. Ein Transformer auch noch. Aber dann reiten wir es mal weiter, ne?
Ja, hier vielleicht nochmal hochkommen. Da. Nee. Ah, ist rutschig. Da kommen wir nicht hoch. Und das Haus? Ja, eine solide 7. Hier wird alles bewertet. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Nee, richtig. Ist auch rutschig. Hier so rein? Nee. Nee. Sieht alles schlecht aus. Ah, wenn der Kunde nicht belohnt wird. Mm. Das ist schon schade irgendwo, ja. Mm. Naja, aber ein bisschen was haben wir ja gefunden, ja, und die Pferdchen kommen schon hinterher. Das hier ist nicht unser Pferd, sondern das ist doch hier. Schimmer. Habe ich doch erkannt. Ja, am Schimmer. Wow. Es geht immer schlimmer. Ja, reimen. Das können wir. Oh. Nee. Doch. Nee. Verdammt. Auch da kommen wir nicht rein. Ich glaube, du hast recht. Das hatte ja auch schon die gute andere Dame festgestellt, dass das Wetter schlechter wird. Ja, einen Sturm habt ihr auch schon gesehen, durchs Fernglas, ne? Stimmt. Okay, jetzt mal hier vielleicht mal rüber. Oh, oh. Ist das Blut? Ja, das ist wohl Blut. Der Elch hat's wohl hinter sich. Aber wer sollte das tun? Was zur Hölle? Stinkt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen Echklein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Okay, dann rüsten wir mal unser Gewehr aus. Sniper-Action mit Chris Bro. Mit R1 kannst du übrigens schnell deine Waffen wechseln. Ja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hier auch noch ein paar Blutspuren, also irgendwie. Shit. Nicht so laut. Da sind welche drin. Die da bloß reingekommen. Wir schauen mal. Alter, was ist hier denn los? Wie kommen wir da rein? Oh, ein geiles Autochen hier. Schmeiß mal 50 Cent rein. Fand ich als Kind immer mega stark, sowas. Ist das da links eine Öffnung gewesen oder war das zu? Weiß ich nicht, aber hier können wir wohl nicht rein. Da kommst du rein. Was meinst du? Lauschemodus. Ja, da ist doch schon einer. Als hätte ich es gerochen. Wer hätte das ahnen können? Okay, da. Was ist der da? Wollen wir das wissen? Ich glaube nicht. Ein Stück Arm? Ah, jetzt haben wir wieder Messer-Action und das sieht ja schon mal... Boah, stellen Sie das aber auch genau da in diesem Spiel. Ja, ich glaube, der hat da von dem Elch was mitgenommen. To go. Lecker. Im Doggy-Bag. Elch to go. Gute Idee. Oh, Elch to go würde ich aber auch nehmen. Oh, so einen guten Elchburger. Schmeckt ganz lecker, habe ich schon mal gegessen. Ich hatte mal so richtig geile Hirschmieder-Jungs. Mm. Das ist auch lecker, ja. Liebe Grüße an alle Veganer da draußen. Ja, du, soll so jeder so leben, wie er möchte. War da links nicht noch was Gutes? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt nicht leise, was du da machst. Das ist wohl richtig und scheiße, jetzt kommen wir da wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Batz! Ah, du kannst sie jetzt auch. Das ist ja cool. Ah, das ist ja gar nicht schlecht. Ja, gut. Alles klar. Ein bisschen doof, dass wir jetzt nicht nochmal rein können. Wahrscheinlich, ja. Oder? Können wir? Der Wurf übrigens. Nee. Nein. Danke. Ja, dann. Okay, aber dann lohnt es sich ja, Wurfgegenstände mitzunehmen. Denn du machst ja deutlich mehr Schaden, denn. Wie ist der Runner reingekommen? Definitiv, ja, also. Ja, gute Frage. Das finde ich ganz gut, dass sie das sozusagen ein bisschen verändert haben. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren... Schräubchen? Ein Dutzend. Die nehmen wir doch gerne mit. Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. 20 Infizierte? Ich kann einen neuen Rekord aufstellen. Also gefühlt haben wir da auch manchmal größere Gruppen noch getötet. Ja, gut. Na, bisher klappt das ja aber alles immer recht leise, ne? Das ist... Das stimmt, ja. Was haben wir hier? Postfächer oder was? Ist nee. Ja. Oh, Mailboxes, ja. Hä? Meine Mailbox sieht nicht so aus. Alles klar, ich glaube, wir müssen da aus dem Fenster hier wieder raus. Na gut, vielleicht müsst ihr euch helfen. Ah, ne, da liegt noch was auf. Da liegt noch Schrauben. Echt? Oder sowas. Irgendwas liegt da. Oh ja, stimmt. Nee, hätte ich fast übersehen. Und hier draußen haben wir mehr Runner.
jeder ein. Ich glaube, so schlau ist das nicht, ne? Das ist hier. Der geht. Erstmal nee, ich glaube, sie macht das, ne? Dann nehmen wir erstmal ihn hier. Hi. Na doch, sie schleißt sich auch an den Kollegen ran. Hat doch geklappt. Ja, sauber. Den hat sie erledigt. Denn... Ja, prima. Ist hier eigentlich so ein Snowski? Ja, na, haben wir noch nicht gefunden. So ein gutes Schneemobil. Aber wir hören hier schon wieder, dass da ein paar Freunde unterwegs sind. Oh, hier war ein Tresor. Der ist aber leer. Ist hier plündert. Oder alles mitgenommen und weg. Dass hier schon welche waren, war zu erwarten. Ich glaube, er hat was geahnt. Ja, da waren wir noch wohl schnell genug aus seinem Blickfeld. Ja, jetzt haben wir ihn. Oh. Ah, sie hat da auch noch einen Freund gefunden. Gut, dass wir den gar nicht gesehen haben. Und da hinten kommt noch jemand. Mhm. Da können wir vielleicht mal unser Steinchen jetzt wieder ausprobieren. Oder wir schleichen uns einfach von hinten Steinchen! Rein. Das macht doch Spaß, Crossbro. Steinchen. Oh nein. Aber es ist nicht so gut, wenn... Ja, so geht's halt auch. Ja, fand ich gut. Fand ich gut. Gerne mehr davon. Hat mich überzeugt, Crossbro. Sind das alle? Alle. Ja. Sieht so aus. Gucken, ob wir hier noch was finden. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Das eine Flasche. Nehmen wir mit. Alter, wie hast du die denn gerade gegrabbelt? Telekinese. Ja. Weißt du noch im ersten Teil? Joel war schon gut. Ja, da hatten wir einen guten Moment. Mit dem nicht sichtbaren Schrank. Schade. Da vielleicht. Auch da nix. Man hofft ja immer, dass man diese Nachrichten findet, damit man weiß, was hier so los war. Ja, ne? Richtig. Das ist schon immer schön gewesen. Erinnerst du dich noch an Ish? Ja. Aus dem ersten Teil. Oh, der hat uns lange begleitet. Ja. Ja, alles klar. Aber sonst sieht das auch nicht mehr so aus, als ob hier jetzt so viel rumliegen würde. Ach nee, da kamen wir ja her. Hilf mir da hoch. Ich will mich umsehen. Will sie hoch? Komm. Wo ist sie denn? Ist sie noch drin? Kann man sich hier oben umgucken? Da ist sogar keine Decke mehr, Dina? Oder? Dina! Wo bist du denn? Da, beim Wohnwagen. Ach, da war sie. Da will sie hoch. Alles klar. Wohnwagen ist gut. Postauto. Postauto. Ist das Füße ist nicht gelb? Ich weiß auch nicht, Bob. Sind die nicht überall gelb? In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Oh. Da war doch jetzt so ein magischer Moment quasi. Danke. Verpasst. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Ja, wie sollen wir da reinkommen? Auf jeden Fall kommen wir hier erstmal wieder runter. Das ging jetzt leider nicht so elegant, aber... Unterm LKW durch? Wir können hier wahrscheinlich drunter durchkrabbeln, das dachte ich auch. Drunter. Wow! Der kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ja, moin. Der Kollege sieht... ...diesen nett aus. Ellie? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Einfach aus dem LKW gekrabbelt. Nicht schlecht. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht. Deine Gesundheit ist nicht so gut. Das ist richtig. Aber leider haben wir da momentan nichts für. Vielleicht ist im LKW noch was. Das wäre nicht so schlecht. Aber... Ich meine, jeder gute LKW-Fahrer hat auch immer sein Medpack dabei, oder nicht? Der hier anscheinend nicht. Naja, er hat ja noch einen Laderaum. Jeder gute LKW-Fahrer versteckt das ja im Laderaum. Der vielleicht schon. Auf jeden Fall sollten wir da mal rein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein paar Schräubchen hier. Noch eine Flasche, aber da haben wir ja schon eine. Ja, nee. Vielleicht ist sie besser. Ja, vielleicht ist es von einer besseren Marke. Weiß nicht. Ich würde sagen, wir
Gehen da rein. Mal da reingehen. Gibt's hier unten noch irgendwas? Nee. Ja, da schauen wir doch mal. Erstmal lauschen. Sieht immer ein bisschen doof aus, also direkt neben dir. Ah, guck mal, hier können wir mal noch von hinten rein. Sehr gut, schiebt man die Kartons da weg. Das. Ah. Was haben wir hier denn? Pillen. Pillen und hier haben wir noch einen Brief. Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun, ich wollte nichts aus Ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt, was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Okay. War wohl einiges los hier. Hab was gefunden. Schön. Gucken, ob hier noch mehr für uns rumliegt, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann müssen wir jetzt wirklich mal gucken, wie wir da hochkommen könnten. Ist ja nicht, vielleicht kann man ja hier so. Nee. Dort geht nicht. Und den Lift hochfahren. Das ist kein Lift. Schade. Lift. Ja, da muss es ja irgendwie beim LKW sein, ne? Scheint so. Vielleicht. Ja, vielleicht wenn wir da. Oder kannst du die Regenrinne hochklettern? Das wäre stark. Das wäre auch stark. Ah, nee. Sieht aber nicht so aus. Aber wir können ja wahrscheinlich hier. Ja. Hoch. Und einen geilen Sprung machen. Aber wohin? Achso, da, rauf. Ja, ah, ja, verstehe. Schön über einen LKW. Hier entlang. Das ging also. Und ab. Und rein ins Haus. Bin drin. Alles klar, hier so ein kleiner Konferenzraum. Ja, da ist noch was aufgemalt. Ich auch. Ja. Wollen wir ja. Practice, Hard Work und Focus. Ich will Profit. Ja. Alles da. Also denn, wenn ihr eine Business-Idee habt, hier ist der Plan. Was haben wir hier? Okay, ah, die guten Pistols. Pistol. Was haben wir hier noch? Goals, Quartal 4 bis Quartal 1. Higher Social Engagement. What? And Construct oder so? Keine Ahnung, kann man nicht lesen. Ja, weiter, Chris Bro. Blablabla. Blablabla. Diagramme. Habe ich doch damals schon nicht verstanden. Eine Empirie- und Statistikvorlesung. Bei Tortendiagramm habe ich über eine Torte gedacht. Torte. Ein paar Lumpen. Oh, Medipack. Ja. Versorg dich. Ah. Alter, die, das würde ich mir auch auf meine Stellen tun, ey. Ja. Oh, weißt du, worauf ich mich schon wieder freue, wenn wir unsere besten Freunde die Mollys herstellen können? Oh ja. Lass es brennen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar neue Freunde, von denen wir noch nichts wissen. Ja, das wäre natürlich auch stark. Aber erstmal verarzten wir uns jetzt hier. Also bitter nötig. Ja, siehst du, sie macht uns da schon den Weg frei. Masken auf. Alles klar. Die Sporen. Wieso? Ja, okay. Aber sie hatte doch eigentlich. Ah, okay, vielleicht darf das jetzt keiner wissen. Ah. Aha. Ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Okay. Ja, dann finden wir jetzt bestimmt. Sind die schon länger hier. Vielleicht auch noch unsere besten Freunde. Unsere allerbesten Freunde, ja. Die immer so nette Geräusche machen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall. Schon mal wieder Vorrede. Ist schon wieder schlecht, dass wir hier wieder gut ausgestattet werden. Du hast nix. Hier ist nochmal was. Okay, der Stockwerk ist safe. Denke auch. Aber, ah, können wir uns hier wahrscheinlich durchzwängen. Mhm. Ah, hier. Da bin ja ich, der Employee. Green Place Market, Mitarbeiter des Monats. Da rechts, da bin ich. Und links bin ich. Ich finde gut, dass der Hund hier auch Mitarbeiter des Monats geworden ist. Ist dann ein bisschen an die zukünftigen amerikanischen Präsidenten. Ja, da musste ich auch gerade dran denken. An American Flag. Hier vielleicht mal reinschauen.
Alter, ah, hier, guck mal. Kannst ihn knacken. Brauchst du dafür. Dafür brauchen wir bestimmt eine Kombination, die wir irgendwo finden müssen. Ja, die musst du wohl. Oh, die muss man dann sogar alleine eingeben. Das haben sie ja verändert jetzt. Ja, das musste man vorher nicht. Da unten was? Oh, Money. Steht die hier vielleicht einfach, mutigerweise einfach irgendwo drauf? Das wäre es ja jetzt gewesen. 1, 2, 3, 4. Da liegt sie vielleicht. Da war auch wieder ein Bild vom Mitarbeiter des Monats. Jo, Christen. Ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junge Mitarbeiter des Monats geworden ist, also der Hund. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Die sind für deinen Rücken okay. Gute Besserung. Meiner. 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 Andere würden sie vielleicht Mina nennen, aber wir nennen sie Meiner. Wann ist der Mitarbeiter des Monats geworden? Im Juli? Wann ist der Mitarbeiter des Monats geworden? Ja, wir gucken erstmal noch hier rein. Oh, oh boy. Das ist nicht das Pistols. Dann schauen wir nochmal. Achso. Ich würde sagen im Juli. Ja, es waren halt 6 in einer Reihe 2020. Und ich wusste, dass er ganz unten links war. Ja, nee, hab schon mitgedacht. Der Brain Bob. Brain Bob. Ja, Brain Bob, man kennt ihn. Also 08. Ja. Reicht das schon? Oh. 2013 war das, ne? Ja, aber. Ach so. Weiß nicht, ob das so gemacht ist. Ja, kann sein. Okay. Ja. Ah. Das gute Zeug. 12 Schrauben. Ja. Yeah. Und Pillen. Und Flüssigkeit. Nicht schlecht. Wir gucken mal, ob wir da schon was bauen können. Na, hier leider noch nicht. Bei den Pillen ist vielleicht schon was möglich. Ja. Was ist denn, also bewegst du dich im Lauschmodus schneller? Okay, aber anscheinend müssen wir das zuerst aufbauen. Ach so, echt? Wieso? Ja, weil das andere hier können wir alles noch gar nicht. Weil das zu viele Pillen braucht? Nee, aber das sind auch 30. Ah. Also müssen wir anscheinend... Und was ist das oben noch? Beim Schlag? Da brauchen wir ein Buch. Ah. Ja, dann mach das einfach mal. Schneller laufen, wenn du lauschst. Ah, ja, jetzt geht das andere auf. Du hast recht. Der schlaue Chris Bro. Ja, nun denn. Haben wir das auf jeden Fall gelöst, dieses kleine Rätsel. Und ich würde sagen, mit diesem kleinen Rätsel verabschieden wir uns aus diesem Part. Ja. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ihr kleinen Mitarbeiter des Monats. Ja, richtig. Wer wird der Mitarbeiter des Monats bei den Chilling Gamern werden? Ja. Findet es heraus, schreibt es in die Kommentare. Stimmt dafür doch auch mal. Ja. Für wen ihr da seid. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss. Tschüss.